Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Hallo, hallo du. Wie geht es dir? Gut. Guten Morgen. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Schön, dass du da bist. Die Hacken und die Spitzen, die Inmersión significa sumergirse o baño de lengua. Esto quiere decir que los niños no aprenden un idioma de manera convencional, sino que lo experimentan en la vida escolar cotidiana. El idioma extranjero se convierte en un lenguaje de trabajo y ambiental para ellos y siempre está vinculado a acciones, temas, canciones y contenidos que son significativos e interesantes para ellos. Con la inmersión, los niños desarrollan una lengua extranjera paso a paso a partir de su contexto. Cada niño tiene su propio ritmo. Por lo tanto, no es necesario que las familias hablen alemán en casa. Hallo, mein Name ist Dr. Anja Steinlen. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl Fremdsprachendidaktik an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg. Zu bilingualen Programmen forsche ich seit 2005. Die Goetheschule Buenos Aires kenne ich seit 2018. 2020 habe ich dort eine Fortbildung abgehalten. Und seitdem sind wir im sehr engen und intensiven Austausch. Heute möchte ich zu vier Fragen Stellung beziehen, die im Rahmen von Immersionsprogrammen immer wieder gestellt werden. Was muss man bei der Arbeit mit Immersion methodisch beachten? Das Wichtigste ist, dass die Lehrkräfte sehr hohe Fremdsprachenkenntnisse besitzen oder sogar MuttersprachlerInnen sind. Des Weiteren gestaltet die Lehrkraft den Immersionsunterricht sehr, sehr anschaulich. Das heißt, sie verwendet Mimik, Gestik, Gegenstände und Bilder. Sie paraphrasiert den Input oder sie nimmt auf, was die Kinder gesagt haben und erweitert es. Die Kinder werden immer zu Mitmachen angeregt, das heißt vor allen Dingen das Sprechen wird gefördert. Momo spielt mit dem Zebra. Sag mal, Krokodil. Wer spielt mit dem Ball? Lernen, lesen und schreiben auf Deutsch und Spanisch. Mhm. Außerdem hören wir Musik auf Deutsch. Wir haben Biologie, Mathematik, Erdkunde, Deutsch und ja, diese. Invitamos a las familias interesadas en la Goetheschule a esta experiencia trilingüe, en la que nuestros alumnos y alumnas aprenden el alemán con la metodología de inmersión y luego inglés. El aprendizaje temprano de un segundo idioma no solo favorece la adquisición de una tercera lengua por el desarrollo que se da en la red neuronal, sino que suele ser fácil para nuestros alumnos y alumnas aprender el inglés luego del alemán. En nuestra página podrán encontrar más información sobre nuestra propuesta educativa. Los esperamos.